Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich mal die Frage für mich klären, finde ich eigentlich eine analoge Leica besser als eine digitale Leica? Und ja, viel Spaß beim Zugucken. Ich habe euch ja schon in meinen Videos meine analoge MP vorgestellt, die hängt mir gerade um den Hals. Und ich habe euch auch schon die digitale M10R vorgestellt, hier im Bild. Und die Frage ist natürlich, welche von beiden Kameras nutze ich eigentlich öfter oder welche von beiden Kameras finde ich denn besser? Das sind ja schon zwei völlig unterschiedliche Technologien. Das eine ist mit sehr viel Aufwand verbunden und das andere geht eigentlich ziemlich einfach. Ja. Ich benutze in erster Linie die digitale Kamera, finde aber die analoge Kamera besser. Ja, wie passt das denn jetzt zusammen? Naja, ganz klar, wenn ich mit der Leica M10 umherziehe, dann kann ich einfach draufhalten, Bilder machen und so weiter und kann mich danach ins Kaffee setzen und kann gucken, wie sind diese Bilder geworden, sind die gut, sind die schlecht. Ja, ich habe mir schon eine ruhige Ecke gesucht hier. Jetzt fährt da auch noch ein kleiner LKW über die Brücke. Das ist ja auch selten mitten am Hafen. Und auf diesem Steg, hey, ist das laut, kommen ja auch selten Leute vorbei, aber manchmal kommen sie halt vorbei. Ja, also ich nutze die digitale Leica ganz, ganz oft, weil ich ganz viele Bilder machen kann und habe natürlich auch die Möglichkeit, die sofort online zu stellen, habe die Möglichkeit, die sofort zu besprechen mit Freunden und Bekannten, kann auch sofort mal ein Bild wegschicken und kann das natürlich sofort bearbeiten und habe auch noch die Eindrücke von dem, von dem Fotogang, Fotowalk, den ich gerade gemacht habe und kann mal gucken, was daraus geworden ist und ob es funktioniert hat. Das kommt natürlich auf die Fotografie an. Bei der Streetfotografie ist es eigentlich nicht notwendig. Aber wenn ich jetzt andere Sachen mache, Städtefotografie, Reportagen oder eben einfach Reisefotografie, dann will ich schon sehen, ob das funktioniert hat, muss ich da vielleicht nochmal ein Bild machen oder. Da gibt es ja viele Fragen, die offen sind, wenn man so ein Bild gemacht hat. Ja, da will man das einfach wissen hinterher. Bei der Streetfotografie brauche ich das nicht, da gucke ich auch erst am Abend oder irgendwo im Café auf das Display drauf. Und das reicht mir vollkommen. Ich sehe dann, was daraus geworden ist. Und ändern kann ich das ja sowieso nicht mehr. Ja, das ist natürlich bei der analogen ganz anders. Da kann man nicht auf das Display hinten gucken. Es gibt nämlich keins. Und man muss auch ziemlich lange warten, bis man die Bilder in der Hand hat. Ich entwickle die natürlich selber, aber bis ich die entwickle, liegen die auch manchmal noch ein, zwei Wochen herum. Und man hat natürlich auch nicht immer Zeit. Und dann sieht man auf einmal die Bilder, die man gemacht hat. Und ich finde, das Arbeiten mit einer analogen Kamera, das finde ich einfach besser. Also es ist komplizierter, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss mich immer noch die Belichtung messen. Das heißt, ich renne immer noch mit einem Belichtungsmesser umher und messe einmal die Schatten aus und einmal die hellen Bereiche, also Straßenschluchten oder Plätze oder wenn die Sonne scheint, Schatten und beleuchtet und entscheide mich dann außer La Menge heraus, ist das jetzt hier eher schattig, mittel oder ist das sonnig. Das ist nicht schlimm, das sind meistens nur zwei oder drei Blendenstufen und ich gehe dann auf Nummer sicher und belichte den Film einfach ein bisschen über. Das mache ich ja beim Digitalen genau umgekehrt. Aber beim Film funktioniert das. Das heißt, ich muss schon mal ausmessen, wenn sich die Lichtbedingungen ändern, muss ich den Belichtungsmesser wieder in die Hand nehmen und muss gucken, wie ist denn die Belichtung hier in der Gegend. Natürlich habe ich hier ein Belichtungsmesser drin, den benutze ich auch, aber der lässt sich natürlich auch austricksen. Das heißt, der funktioniert nicht immer, deswegen verlasse ich mich eigentlich mehr auf den externen Belichtungsmesser. Den habe ich übrigens schon mal in einem Video irgendwo vorgestellt, hier auf dem Kanal. Ich blende euch das hier oder schreibe euch das unten in die Videobeschreibung. Ja, das ist einfach ein anderes Fotografieren. Der große Vorteil für mich ist, oder zwei große Vorteile. Ich kann das Bild garantiert nicht sofort sehen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen über das Bild, ob das wirklich was wird. Denn wenn es nichts geworden ist, dann ärgere ich mich hinterher sehr. Und der zweite große Vorteil ist, ich habe nur 36 Bilder. Jetzt werden viele sagen, wieso ist das ein Vorteil? Das ist doch kein Vorteil, so ein Quatsch. Doch, für mich ist das ein Vorteil, weil ich festgestellt habe, dass ich digital
ungefähr 10-mal so viele Bilder machen wie analog, wenn ich mit der gleichen Kamera losrennen würde. Bei der digitalen Kamera mache ich immer 1, 2, 3 Bilder, 4 Bilder, 5 Bilder oder noch mehr hintereinander. Und das ist oft gar nicht notwendig und meistens taugt auch nur das erste Bild. Das ist das Kuriose daran. Aber das ist natürlich nicht immer so, aber manchmal. Bei der analogen weiß ich, dass ich nur 36 Bilder habe und ich muss damit halbwegs sorgsam umgehen. Denn sie kosten auch viel Geld. Denn jedes Bild, was ich mache von so einem 36er Film, kostet mich im Endeffekt nachher 1 Euro. Also vielleicht die Hälfte oder vielleicht ein bisschen mehr. Kommt darauf an, welches Equipment man benutzt und wie viele Bilder man im Endeffekt auch wegschmeißt. Das kommt ja noch dazu. Wenn ich also irgendwie aus so einem Film 4, 5 gute Bilder rauskriege, also gute im Sinne von, die sind okay, für die Straßenfotografie zum Beispiel. Technisch sind natürlich mehr in Ordnung und auch ordentlich belichtet und so weiter und scharf, aber sie gefallen mir dann oft nicht. Und dann bleiben nachher 5 Bilder übrig und dann kostet jedes Bild von diesen 5 Bildern 2,50 Euro. Das ist ganz schön teuer und da muss man sich schon überlegen, ob man das immer macht. Deshalb benutze ich auch 2 Kameras und benutze die analoge nicht ganz so oft, obwohl sie mehr Spaß macht. Das Komfortable überwiegt dann doch und ich nutze für den normalen Alltag oder wenn ich irgendwo umherziehe und durch eine Stadt ziehe, dann will ich einfach Ergebnisse vielleicht doch haben. Also mir geht es ja eigentlich erstmal um das Fotografieren bei der Streetfotografie, aber ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten mit einer digitalen Kamera. Also wenn ich mich für eine entscheiden müsste, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich würde die digitale Kamera nehmen. Wahrscheinlich, weil das andere ist natürlich auch komplizierter. Ich muss die Filme mitnehmen und so weiter. Der einzige Vorteil ist, ich habe hier keine Batterien. Also ich habe eine Batterie da drin, aber die brauche ich nicht wirklich. Und muss auf nichts achten. Ich muss nur die Filme mit haben. Aber ob ich jetzt Batterien mitnehme oder Filme, im Endeffekt ist das gehoppt wie gesprungen. Na, irgendwas muss ich immer mitnehmen. Und der große Nachteil bei Filmen ist, man muss die Filme zwischendurch wechseln. Das geht halt nicht anders. Und wenn man dann gerade in eine schöne Situation kommt, hat noch ein Bild, dann ärgert man sich halt auch. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, ist die analoge Fotografie tot? Nein, die ist natürlich nicht tot, denn auch viele junge Leute, habe ich festgestellt, fotografieren immer mehr mit analogen Sachen. Natürlich nicht so viel und auch nicht ständig. Dazu nutzen sie auch meist digitale Kameras, aber sie freuen sich, wenn sie mal einen Film einlegen können und damit fotografieren können. Und auch beim Film kann man natürlich einen ganz anderen eigenen Stil finden, der quasi, ich sag mal, von den technischen Möglichkeiten eingeengter ist. Ich kann eben nicht die ISO hier einfach hochschrauben, mal eben bei dem Film. Ich habe dann entweder 100 oder 400 oder muss den Film pushen, aber dann für alle Aufnahmen. Tja, und da muss ich gucken, was ich da mache. Da kann ich nicht eben sagen, okay, ich drehe mal auf 6400 ISO. Das geht nicht so einfach. Und das mache ich mit der digitalen schon. Also die Möglichkeiten sind bei den digitalen Kameras auf jeden Fall viel, viel größer. Und es ist viel, viel komfortabler und es macht auch Spaß. Man hat auch schneller die Ergebnisse vor sich und deshalb mag ich digitale Leicas auf jeden Fall, überhaupt digitale Kameras. Aber ich mag eben auch dieses Fotografieren mit analogen Medien und das ist schöner, aber nicht komfortabler. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und ich denke mal, ihr habt bestimmt eine andere Meinung oder die geht in andere Richtungen. Schreibt das doch einfach in die Kommentare rein, wie ihr das seht, ob ihr analoge Fotografie mögt, ob ihr sogar wechselt oder ob ihr das vielleicht nur ganz alleine macht oder ob ihr auch eine digitale habt oder ihr sagt, analog war gestern, brauche ich heute nicht mehr. Das ist auch verständlich, ganz klar. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.